Das Thema, was ich für diesen Vortrag gewählt habe, ist nicht so der Renner, das war mir von vornherein klar. Deswegen sind wir jetzt auch keine Riesenmasse. Aber ich glaube, es ist ein Thema, was zumindest für manche ein Problem ist, sozusagen Rituale im Buddhismus. Und deswegen habe ich es einfach gewählt und okay, gucken wir mal, was wir daraus machen. Ich habe vor 2 Jahren, habe ich mal mit Sangha Dashini, das ist ein, für diejenigen, die sie nicht kennen, ist ein weibliches Ordensmitglied, in Vimaladhatu, unserem Retreathaus im Sauerland, habe ich mal eine einwöchige Meditationszeit geleitet. Da war es auch schon vor 3 Jahren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, also 2 oder 3 Jahren. Und diese Meditationszeit nennen wir in der Regel in der buddhistischen Szene Retreat. Retreat heißt Rückzug. Und diese Herbstveranstaltung, die wir beiden damals geleitet haben, war ein sogenanntes offenes Retreat. Offenes Retreat heißt für uns bei Triratna, dass da auch Menschen hinkommen können, die keinerlei Vorerfahrung haben mit Meditation oder Buddhismus. Und das war dann auch so bei diesem Retreat. Und ein Retreat-Teilnehmer hatte einen besonders kritischen und scharfen Geist. Ja? Der Mann war Jurist und Rechtsanwalt. Ja? Er hatte schon einiges über Buddhismus gelesen und war so von der Logik und rationalen Darstellung des Buddhismus positiv beeindruckt. Auch Meditation fiel ihm leicht, konnte man sehen. Ja? Er kam ziemlich schnell in recht tiefe, konzentrierte Zustände in der Meditation und hatte am Ende der Meditationszeit sogar eine, ja, ich nenne das jetzt mal in Ermangelung eines besseren Wortes, eine mystische Erfahrung, in Gänsefüßchen, eine Erfahrung, bei der er eine, in seiner Erfahrung, reale Präsenz des Buddha im Meditationsraum erlebte. So weit, so gut. Womit der gute Mann allerdings Probleme hatte. Das kleine Ritual, mit dem wir uns vor der Meditation, vor dem Schrein und der Buddha-Figur kurz verbeugten. Ja? Dass man sich vor dem Buddha verbeugen könnte und geschweige denn vor einer symbolischen Darstellung des Buddha oder des Erleuchtungsideals, kann man sagen, das wollte ihm nicht in den Kopf. Auch gegen kleine Rezitationstexte, die wir während des Retreats so machten, rebellierte er zunächst heftig. Der Mann hatte ein wirklich leidenschaftliches Temperament, meinem eigenen nicht unähnlich. Ja. Und dieses leidenschaftliche Temperament richtete sich nun scheinbar gegen alles, was während des Retreats für ihn so eine devotionale Seite ausdrückte, eine Hingabeseite, eine rituelle Seite. Ja? Elemente der Verehrung von etwas Höherem. Ja? Nach ein paar Tagen hatte er sich an unsere kleinen Rituale gewöhnt, machte am Ende sogar bei der sogenannten kleinen, dreifältigen Puja mit. Ja? Für diejenigen, mit diesem Begriff nicht vertraut sind, Puja ist ein Wort, was Verehrung bedeutet, bezeichnet in der Regel Verehrungsrituale. Nicht nur im Buddhismus, Wort gibt es auch im Hinduismus. Ja. Also bei der kleinen Puja machte er mit, aber die größere, 7-fältige Puja, das war zu viel für ihn, des Guten. Wenn die auf dem Abendprogramm stand, verließ er jedes Mal den Schreinraum. Ich hatte Sympathie mit dem Mann und seinen Problemen. Ja? Ich konnte mich noch gut daran erinnern, wie ich bei meinem ersten buddhistischen Retreat, das ist jetzt heute ziemlich genau 20 Jahre her, oder Weihnachten wären 20 Jahre, wie ich bei diesem Retreat gegen die sogenannte 7-fältige Puja, gegen dieses Ritual, reagiert habe. Ja? Ich bin damals zwar immer zur Puja gekommen, ja, hab aber die Texte nie mitsprechen mögen. Ja? Und erst am Ende der Woche merkte ich, wie so mein Bedürfnis nach Hingabe und Verehrung immer stärker wurde
und ich dieses Bedürfnis auch ausdrücken wollte. Ja, und schließlich war ich sogar so weit innerlich, dass ich sogar ein kleines Räucherstäbchen opfern wollte. Damals haben wir das so gemacht bei den Retreats. Heutzutage sind die Räucherstäbchen eher out, weil manche Leute das nicht mögen oder nicht vertragen können. Dann opfert man eher so ein kleines Teelicht. Aber damals war noch so das Räucherstäbchen so die übliche Opfergabe. Also da merkte ich so, ja, das wollte ich machen, aber ich schämte mich. Ich schämte mich vor den anderen, weil ich vorher doch innerlich so heftig dagegen reagiert hatte, gegen diese ganze Idee. Also, was habe ich gemacht? Ich habe bei einer Puja am Ende der Woche habe ich gewartet, so lange meditiert, bis niemand mehr im Schreinraum war. Mir taten die Knie weh und wie alles tat mir weh, aber ich dachte, der muss jetzt auch noch weg, ja, da muss ich noch länger sitzen bleiben. Bis dann alle wirklich den Schreinraum verlassen hatten, spät abends, und ich wirklich dann der Letzte war und mich niemand sah, dann habe ich unbeobachtet meine Opfergabe gemacht. Ja? Ich glaube, dass diese Erfahrung meines Rechtsanwaltfreundes da vor 2-3 Jahren und meine eigene Erfahrung vor 20 Jahren relativ typisch sind für Buddhismusanfänger im Westen. Ja, man ist vielleicht fasziniert von den Grundlehren des Buddhismus, ja, etwa, ja, dass alle weltliche Existenz letztlich unbefriedigend ist, dass Leiden darin unvermeidbar ist, aber dass man sich durch eigene Bemühung aus diesem Leiden herausarbeiten kann, wenn man an seinem Geist arbeitet und so weiter und so weiter, ja. Das leuchtet einem vielleicht irgendwann relativ schnell ein, überzeugt einen. Aber dass buddhistische Praxis mehr bedeutet als etwa die rationale Erkenntnis der sogenannten 4 edlen Wahrheiten, was ich davon erzählt habe, waren quasi die 4 edlen Wahrheiten, ja. Dass Buddhismus mehr bedeutet als das, das finden manche Westler, ich sage nicht alle, ja, aber manche oder viele, schwer zu begreifen. Und manchmal auch nicht akzeptabel. Ja? Devotion, Hingabe, das scheint ihnen so etwas zu sein für, ja, Betschwestern oder die katholische Kirche oder was auch immer. Ja? Da sind für manche Westler vielleicht Elemente eines irrationalen Aberglaubens, den man als intellektuell geschulter Mensch doch längst überwunden hat. Ja. Allerdings schüttet man mit dieser Einstellung meines Erachtens das Kind mit dem Bade aus. Ja? Ja, irrationalen Aberglauben sollte man nicht frönen. Ja? Aber ich denke, wir Menschen haben ganz natürliche Bedürfnisse und auch berechtigte Bedürfnisse nach Hingabe, nach Verehrung von etwas wirklich Verehrungswürdigem. Ja? Und diese Bedürfnisse, denke ich, die müssen nicht nur befriedigt werden, sie geben uns auch Kraft, sie geben uns auch eine zusätzliche Kraft, einen zusätzlichen Ansporn, denke ich, für das spirituelle Leben. Ja? Vielleicht, um das mal so zu demonstrieren, an meinem eigenen Fall vor 20 Jahren. Ja? Ich bin in den 60er Jahren hier im Ruhrgebiet aufgewachsen, als typisches Arbeiterkind, ja, in einer überwiegend atheistischen Familie, auch wenn ich protestantisch getauft wurde. Das war so eine Zeit, wo Mädchen vor Autoritätspersonen noch einen sogenannten Knicks machten. Die jüngeren Frauen kennen das vielleicht gar nicht mehr, ja. Also Mädchen machten einen Knicks. Und Jungs machen einen sogenannten Diener. Ja? Die Älteren kennen das vielleicht auch noch. Ja? Und das war so, so wurde man erzogen. Das war so die Standardgeschichte. Ja? Und mein Vater war zwar einfacher Facharbeiter, aber er hatte ein gesundes Selbstbewusstsein. Ja? Deshalb mussten mein Bruder und ich habe einen Bruder, wir mussten keine Diener machen. Was mein Vater da so sagte, da kann der Bundeskanzler kommen oder der Kaiser von China, ja, meine Söhne müssen sich vor niemandem verbeugen. Ja, hing jetzt nicht an den Söhnen, wenn der Tochter gehabt hätte, hätte für die das genauso gegolten, denke ich jedenfalls, ja, ja. Das war die Botschaft meines Vaters, so bin ich erzogen worden.
Und ich denke, diese Botschaft hatte eine gesunde Seite, auch eine gute Seite. Sie hatten mir als Arbeiterkind ein gesundes Selbstbewusstsein vermittelt. Ja, ich habe jedenfalls nie Angst gehabt, wenn ich mit Autoritätspersonen zu tun hatte oder wenn ich mit vermeintlich höher gestellten Menschen zu tun hatte. Das war so, dieses gesunde Selbstbewusstsein hat mich, ja, mir selber auch ein Selbstbewusstsein gegeben. Aber dass diese Einstellung, wir brauchen uns vor niemandem zu verbeugen, meines Vaters, auch eine Schattenseite hat, das habe ich erst später gelernt. Und ich denke, das Ungesunde an dieser Einstellung ist, dass sie leugnet, dass es Personen oder Wesen allgemein gibt, die wirklich verehrungswürdig sind, ja, vor denen man sich auch mit gesundem Selbstbewusstsein nicht nur verbeugen kann, sondern vielleicht sogar verbeugen sollte. Ja? Und wenn vielleicht das Verbeugen heutzutage nicht mehr so zu unserer Kultur und unserem Zeitgeist passen mag, das kann mag so sein, ja, dann kann man diesen verehrungswürdigen Menschen zumindest mit großem Respekt behandeln, ja. Und ungesund ist auch, so meine ich jedenfalls an dieser Einstellung, dass wir brauchen uns vor niemandem zu verbeugen, dass man damit auch Grenzen auferlegt. Grenzen für ein natürliches Verehrungsbedürfnis oder dieses Verehrungsbedürfnis möglicherweise sogar total blockiert wird, ja. Und diese anfängliche Blockade, das war, denke ich jedenfalls, das, was ich vor 20 Jahren damals auf diesem Retreat erlebt hatte. Ja. Also mich irgendwie zu verbeugen oder irgendwie was zu opfern, das passte nicht zu meiner Konditionierung. Ja. Okay, um vielleicht mal das Fragezeichen aus diesem Vortragstitel und vielleicht die Antwort auf das Fragezeichen in dem Vortragstitel Buddhismus, Religion ohne Rituale, Fragezeichen vorwegzunehmen. Auch wenn manche am Buddhismus interessierte Westler sich vielleicht anders wünschen mögen, vielleicht auch moderne Asiaten es sich anders wünschen mögen, Buddhismus ist keine Religion ohne Rituale. Ja? Ob Buddhismus überhaupt eine Religion ist, das ist jetzt nochmal eine andere Frage. Das soll uns nicht interessieren. Das hängt eben davon ab, wie man Religion definiert. Aber zurück zu Ritualen, um ganz klar zu sagen, alle buddhistischen Schulen arbeiten mit Ritualen. Alle, ausnahmslos. Die Länge der Rituale mag unterschiedlich sein. Ihre Häufigkeit der Rituale, die Bedeutung, die diese Rituale für die beteiligten Menschen haben, das kann alles unterschiedlich sein. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, das ist jetzt so ungefähr 15 Jahre her, da habe ich mal bei einem kurzen Wochenendretreat bei einer tibetischen buddhistischen Gruppe teilgenommen, in der Nordeifel, so ein kleines Wochenendretreat. Und die machten während ihrer Retreats dreimal am Tag lange Rituale, wirklich lange. Die tranken dabei auch fleißig Tee, also die Tibeter haben da so eine andere Einstellung, das ist dann so ein bisschen auch ein geselliges Ereignis, ja. Die tranken dabei Tee, die schlugen Zimbeln, die klapperten mit Handtrommeln, bliesen in diese langen Trompeten, die so europäischen Alphörnern gleichen, ja. Kurz gesagt, die machten einen ziemlichen Lärm. Ja, und rezitierten ihre Texte auf Tibetisch, auch wenn sie alle Deutsche waren. Ja. Und nach diesen drei Ritualen am Tag dröhnte mir am Abend der Kopf von all dem Getute. Ja. Es gab da in dem Retreatzentrum auch noch so einen kleinen Zen-Dojo. Abends bin ich immer diesen Zen-Dojo geflüchtet. Ach, hier ist Ruhe. Da war niemand da. Ich hatte den ganzen für mich allein. Und dann bin ich dann abends hingegangen, um zu meditieren. Ich dachte, ach, hier ist Ruhe. Himmlisch, hier kannst du meditieren. Und nicht dieses Buh, Buh. Ja, was die da so machen. Ja. Also diese Art von langen Ritualen, dreimal am Tag mit vielem Lärm und Getute, machen wir bei Triratna nicht. Und manche
südasiatischen Buddhisten würden vielleicht diese tibetischen Rituale noch befremdlicher finden als ich oder als wir Westler. Aber auch die Südasiaten haben ihre eigenen buddhistischen Zeremonien und Rituale, auch wenn die anders aussehen und vielleicht nicht so häufig sind. Aber vielleicht sollen wir zunächst mal klären, was mit Ritual überhaupt gemeint ist, ja? Ich habe da meinem Duden nachgeschaut, da findet man unter anderem folgende Definition für Rituale. Ich zitiere: Rituale sind ein wiederholtes, immer gleichbleibendes, regelmäßiges Vorgehen nach einer festgelegten Ordnung. Und der Duden bietet dazu folgendes Beispiel an. Wenn er eine Pfeife raucht, vollzieht sich immer das gleiche Ritual. Ja, also das ist so ein Beispiel für unsere Alltagsrituale, ja. Und auch wenn wir keine Pfeife rauchen, ja, ich glaube, haben wir doch alle unsere persönlichen immer gleichbleibenden Rituale, wie wir vielleicht unsere Zähne putzen oder wie wir unseren Tee machen oder den Kaffee machen oder was auch immer, so kleine Alltagshaltungen. Ja. Und bei manchen, muss man auch dazu sagen, können solche kleinen Alltagsrituale sogar zu Zwangshandlungen werden. Das muss dann auch immer. Eine ganz bestimmte, ich war heute Nachmittag bei meinen Eltern, die mir so Pflegefall gefallen, putzen, dann wohl Kaffee kochen. Da konnte man mehr, der Kaffee musste auf eine ganz bestimmte Art und Weise, musste da mit so einem Schieber, ne, der Kaffee da in den Filter reingebracht. Wenn man das anders machen wollte, dann brach alles zusammen. Ja. Also das hat schon manchmal was Zwanghaftes, wie stark wir an so unseren Gewohnheiten, Ritualen quasi klammern. Okay, wenn wir im spirituellen Bereich von Ritualen reden, dann ist sicherlich was anderes damit gemeint als diese alltäglichen Gewohnheitshandlungen, obwohl es da auch gewisse Parallelen gibt, also wiederholt, immer gleich bleiben, festgelegte Ordnung. Ja. Und es gibt da eine interessante Definition von dem westlichen Psychologen und Psychotherapeuten Erich Fromm, der so ein bisschen über Rituale geschrieben hat. Ich vermute, manche von euch kennen ihn, obwohl er jetzt auch so sicherlich ein bisschen out ist, mehr so in den 60er, 70ern war er sehr bekannt. Die Kunst des Liebens, glaube ich, war so ein Bestseller von ihm. Ja, Fromm unterscheidet zunächst zwischen rationalen Ritualen und irrationalen Ritualen. Ja, und uns sollen ja einfach nur rationale, also vernünftige Rituale interessieren, ja. Und diese rationalen Rituale oder vernünftigen, wie er das nennt, sind laut Fromm, ich zitiere mal, eine gemeinsame Handlung. Sie sind Ausdruck gemeinsamen Strebens und Bemühens und Wurzeln in gemeinsamen Werten. Soweit Erich Fromm. Was in dieser Definition, finde ich, sofort auffällt: rationale Rituale sind etwas Gemeinsames. Taucht ihr dieses Wort, Adjektiv gemeinsam, taucht in der Definition noch dreimal auf. Ja, rationale Rituale sind etwas Gemeinsames. Rituale bringen Menschen zusammen. Meditieren kann man auch allein. Ja. Man kann sich durch Meditation, wenn sie falsch verstanden wird, auch von anderen Menschen isolieren. Ja, man zieht sich in sein Kämmerchen und auf sein Meditationskissen zurück. Vielleicht, und das wäre ein falsches Motiv, weil man seine Ruhe vor anderen Menschen haben will. Es gibt so Leute, die meditieren wollen, weil sie einfach mit anderen Menschen wenig zu tun haben wollen. Ja. Rituale kann man auch allein machen. Sicher, klar. Ja, ich mache auch manchmal, wenn ich Meditations-Einzelklausuren mache, mache ich auch jeden Abend die siebenfältige Puja ganz allein. Ja, kann man auch allein machen. Aber im Kern, so jedenfalls Fromm, sind Rituale in ihrer Essenz etwas Gemeinsames. Menschen kommen zusammen. Sie sprechen zusammen, singen vielleicht zusammen, machen vielleicht gemeinsame Verbeugungen, Opfergaben und so weiter. Und sie sollten auch mit ihrem Geist zusammen sein, ja, also ihr Ritual bewusst als eine gemeinsame Handlung erleben, mit so einer inneren Einstellung, das machen wir jetzt zusammen.
Und wenn ein Ritual wirklich funktioniert, dann werden sich die beteiligten Menschen hinterher auch stärker verbunden fühlen. Das ist meine Behauptung, aber auch meine Erfahrung. Man ist sich stärker als zuvor bewusst, was uns verbindet, was wir gemeinsam haben, wenn wir zusammen so eine rituelle Handlung vollzogen haben. Also Rituale bringen Menschen zusammen. Man könnte sagen, Rituale, in gewisser Weise schaffen sie eine spirituelle Gemeinschaft, schaffen ein Sangha, wie man das im Buddhismus nennt. Und vielleicht nochmal eine kleine persönliche Bemerkung von mir hier auch zu diesem Thema. Was ich so beobachtet habe, die Menschen, die Rituale heftig ablehnen, sind oft auch Menschen, ich sage nicht immer, aber oft auch Menschen, die sich auch mit größeren Gemeinschaften schwer tun. Die lieber allein sind oder nur in so einer kleinen Runde. Ja? Also das ist auch eine Beobachtung, wenn ich mir auch so meine Ordensbrüder oder Ordensschwester angucke. Die Leute, die bei Puja eher weglaufen wollen, das sind auch die Leute, die auch weglaufen wollen, wenn da eine größere Veranstaltung stattfindet. Die wollen lieber allein sein oder lieber eine kleine Runde. Also da ist einfach der Sangha, das was beißt. Und das drückt sich dann auch bei dem Ritual aus. Also zumindest so mein Gefühl. Vielleicht liege ich da falsch. Aber zurück zu Fromms Definition. Fromm sagt einmal es gemeinsam, aber er sagt auch, ein Ritual ist auch eine Handlung. Also Ritual ist etwas, das man tut. Mit seinem Körper, mit seiner Stimme und Sprache und auch mit seinem Geist. Man ist idealerweise innerlich voll beteiligt, ist sich bewusst, was man tut und warum man es tut. Man kann sich bei einem Ritual eigentlich nicht faul zurücklehnen. Faules Zurücklehnen, das ist auch eine Gefahr, von denen manche Meditierer manchmal heimgesucht werden. Also ich rede da auch über mich selber. Ja. Rituale erfordern dagegen ein aktives Engagement. Rituale erfordern auch eine gewisse Achtsamkeit. Unachtsamkeit fällt bei Ritualen sofort auf oder ziemlich schnell. Ja. Wenn wir in unserer Meditation völlig abgelenkt sind, merkt das niemand. Ja, merkt das niemand. Auch wir selbst merken es vielleicht manchmal erst, wenn da der Leiter oder die Leiterin die Glocke schlägt, bim, 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 dann merken wir erstmal, oh, die letzten 10 Minuten war ich nicht beim Atem, sondern war irgendwo in irgendwelchen Fantasiereisen, ja, Geschichten, die ich mir selber erzählt habe. Das kann passieren in Meditation. Wenn ich aber bei einem Ritual die Rezitationstexte durcheinander bringe oder ein falsches Mantra singe, fällt das in der Regel sofort auf. Oder zumindest merke ich das selber, auch wenn der Nachbar das vielleicht nicht hört, weil es so laut ist, aber ich merke, oh, da habe ich was Falsches gesprochen. Ja? Das kriege ich ziemlich schnell mit. Also wir müssen eigentlich mehr am Ball sein bei einem Ritual als bei Meditation. Rituale schließen auch ein Bemühen um Schönheit ein, denke ich, um eine Ästhetik des Ausdrucks. Ja. Wenn Texte so unharmonisch gesprochen werden oder Mantras so völlig unmelodiös gekrächzt werden, dann erfreut und inspiriert das eigentlich niemanden. Ja. Okay, es gibt manche Leute, die stört das nicht. Ich war auch ein paar Jahre bin ich regelmäßig in Finnland gewesen. Die Finnen sind sehr merkwürdige Menschen. Und die Idee, dass man bei einer Puja Harmonie im Text, im Sprechen, im Gesang hat, Harmonie? Also kommt denen überhaupt nicht in den Kopf. Also es mag Ausnahmen geben, dass manche Leute das überhaupt nicht stört, ja, wenn das so unmelodiös oder unharmonisch ist. Aber ich denke, die meisten Leute finden das nicht so besonders schön. Ja, also dieses Bemühen um Ästhetik, um Gleichklang, muss man jetzt nicht die Latte extrem hoch halten, aber man bemüht sich zumindest. Ne? Und längere Rituale, muss man auch sagen, erfordern auch eine gewisse Kondition. Kondition und Standfestigkeit. Unsere siebenfältige Puja, für diejenigen, die das nicht kennen, dauert in der Regel so 3/4 Stunde. Wenn man viele Teilnehmer hat und viele da vielleicht Opfergaben machen oder so,
kann das auch schon mal eine Stunde dauern. Ja? Und es gibt auch ein paar Pujas, die wir eher seltener machen, die auch ein bisschen länger dauern als eine Stunde. Tibetische Buddhisten machen Pujas, die über viele Stunden gehen können. Ja? Und also man braucht da Konditionen. Und vor allem, wenn man die Rituale leitet, muss man wach und achtsam sein. Wenn der Leiter oder die Leiterin das Ritual durcheinander bringt und damit die Teilnehmer verwirrt, ist das ziemlich unangenehm und peinlich. Kann passieren, ist mir auch schon passiert, da muss man dann locker mit umgehen. Aber es sollte eigentlich nie so sein. Ja? Und natürlich erfordert ein rationales Ritual auch ein Verständnis von dem, was man da tut, spricht und singt und warum man es tut. Also Fromm sagt, dass ein Ritual das gemeinsame Bemühen und Streben symbolisch zum Ausdruck bringt. Zum Ausdruck. Unser Bemühen, Streben zum Ausdruck. Man drückt sich also in einem Ritual aus. Man bringt das, was vielleicht so versteckt und verborgen in unserem Geist liegt, was so tief in unserem Innern schlummern mag, das bringt man nach außen. Ja, man artikuliert nicht nur seine, ja, wie soll ich sagen, bewussten Erkenntnisse, sondern man drückt auch seine unbewussten Tiefen aus und bewegt sich dabei in Ritualen nicht auf der Ebene von Konzepten, Modellen und Theorien. Die Modelle mag es vielleicht auch geben in manchen Texten, aber in erster Linie ist man, wenn man Rituale macht, in der Welt von Symbolen, in der Welt von Mythen und inneren Bildern, ja, die drückt man aus. Platt gesagt könnte man sagen, man outet sich in Ritualen. Man outet sich und seine inneren Überzeugungen und seine Gefühle. Manchmal sind wir uns dieser Gefühle gar nicht bewusst, aber im Ritual bringen wir die nach außen. Dieser Ausdruck mag uns manchmal nicht leicht fallen. Manche finden das manchmal schwierig. Aber wenn wir es schaffen, sie nach außen zu bringen, dann ist da auch eine enorme Kraft da drin. Wir fühlen uns danach gestärkt. Wir wissen oder fühlen, sollte man vielleicht besser sagen, nach einem funktionierenden Ritual wieder klarer, woran wir zutiefst glauben, was wir erreichen wollen, wonach wir streben. Ja, und wie ich schon sagte, vor allem fühlen wir es stärker. Ja. Und vielleicht ist das, könnte man sagen, die Hauptfunktion von religiösen Ritualen. Ich habe da keine klare Meinung, aber vielleicht ist das die Hauptfunktion. Einfach unsere Emotionen, unsere Gefühle ins Spiel zu bringen. Ja? Denn in unseren Emotionen, da steckt viel mehr Energie als in unseren rationalen Überlegungen. Die Emotionen sind stärker als unser Verstand. Und wenn unsere spirituellen Überzeugungen nur intellektueller Art sind, nur so rationales Denken, wenn sie quasi nur in unserem Kopf stecken, dann haben die nicht viel Kraft. Ja, sie werden unser Leben dann nur so am Rande bestimmen und vielleicht bleiben sie auch nur ein intellektuelles Steckenpferd, ja, ohne praktische Bedeutung für unser Wesen und unser reales Leben. Mir fällt da bei diesem Punkt fiel mir so das Bild oder Sprach das Wort des sogenannten Salonmarxisten ein. Ja, gab so in meiner Jugend, so 60er, 70er Jahre, redete man manchmal so von Salonmarxisten. Vielleicht könnte man auch von Salonbuddhisten reden. Das wären sozusagen diejenigen, wo das alles nur so im Kopf stattfindet, der Dharma. Aber damit unsere Überzeugungen auch in unserem Herzen ankommen können und unser ganzes Wesen durchdringen, brauchen wir eine gefühlsmäßige Verbindung mit ihnen. Ja? Und ein Weg, diese Verbindung herzustellen und zu kräftigen, ist der praktische Ausdruck. Der praktische Ausdruck unserer Rituale, beispielsweise unserer Ideale, beispielsweise durch Rituale. Es muss nicht Rituale sein, bei manchen ist es vielleicht Arbeit. Ja, praktische Rituale sind nicht die einzige Möglichkeit. Das ist ganz klar, ja. Aber wenn wir unsere Überzeugung, unsere Ideale nicht zum Ausdruck bringen, nach außen bringen, ja, dann werden sie wahrscheinlich irgendwann austrocknen und nur noch irgendwie so eine theoretische Bedeutung für uns haben.
Fromm sagt weiter, dass Rituale in gemeinsamen Werten wurzeln, in gemeinsamen Werten wurzeln. Warum ist das nun wieder wichtig? Nun, ich denke, die Rituale allein werden wahrscheinlich sinnlos, bedeutungslos, leer, wenn nicht etwas dahinter stünde. Eine gemeinsame spirituelle Philosophie, wenn man das so nennen will, oder Religion, wenn man das Wort Religion denn mag. Ich mag es nicht so besonders, ja. Auf jeden Fall gemeinsame Ziele und Ideale. Als ich den Vortrag geschrieben habe, fiel mir jemand ein, der schon seit Jahren zu diesem Zentrum kommt und auch begeistert bei allen Ritualen mitmacht. Also ein ganz anderer Typ von Mensch als dieser Juristenfreund, den ich da vor ein paar Jahren auf Retreat erlebte. Also diese Person macht immer begeistert mit bei allen Ritualen. Aber ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob dieser Mensch die buddhistischen Werte teilt. Das ist offensichtlich jemand, dem Rituale generell Spaß machen, ja, auch wenn die Person vielleicht nur wenig verstehen mag, was damit zum Ausdruck gebracht werden soll, ja. Aber das gehört eigentlich dazu, diese gemeinsamen Werte, damit Rituale auch eine Funktion erfüllen können, ja. Und für Buddhisten ist natürlich das gemeinsame Wert das Ideal von Erleuchtung, von ja, grenzenloser Weisheit, grenzenlosem Mitgefühl, das man versucht in seinem Leben zu verwirklichen oder dem zumindest nahe zu kommen. Ja? Oder anders gesagt, die Orientierung an den drei Juwelen, dem Buddha, dem Ideal von Erleuchtung, dem Dharma, den Lehren und Methoden, die uns diesem Ziel näher bringen, und dem Sangha, der Gemeinschaft der Übenden, die diesem Weg folgen. Ja? Also das ist sozusagen der Kontext, ja, für Rituale. Ja? Und wenn man diesen Kontext nicht teilt, dann können eigentlich diese tiefe, emotional bewegende und verbindende Funktion, können diese Rituale dann eigentlich auch nicht erfüllen, denke ich zumindest. Ja? Ich habe schon gesagt, Rituale sind aus meiner Sicht eine Möglichkeit zur Entwicklung positiver Emotionen, in Kontakt zu kommen mit Gefühlen und die ins Spiel zu bringen, aber natürlich nicht die einzige, ja, das ist mir ganz klar. Man könnte vielleicht auch sagen, dass buddhistische Rituale, wie die siebenfältige Puja, im Kern Denken an den Buddha bedeuten. So könnte man das auch sehen, Denken an den Buddha. Wenn wir aber, da der Buddha aber nun für unser eigenes Ideal steht und für unseres Ziel steht, für Erleuchtung steht, wenn wir an den Buddha denken, denken wir auch an das, was wir selber werden können, was wir selber werden wollen oder dem wir zumindest näher kommen wollen. In gewisser Weise denken wir an unser eigenes Ziel, wenn wir an den Buddha denken, ja? Und man versucht bei diesen Ritualen aber nicht nur an Buddha zu denken, das wäre so wieder die Kopfebene, sondern man versucht ihn quasi auch zu fühlen. Man versucht eine emotionale Verbindung mit dem Buddha oder mit unserer, wenn man diese andere Sprache eher bevorzugt, eine emotionale Verbindung mit unserem eigenen Ziel zu bekommen, aufzubauen. Ja? Damit sind wir nochmal bei diesem wichtigen Stichwort Emotionen. Ich habe schon gesagt, Rituale können starke Gefühle auslösen, aber auch negative Gefühle. Ja. Rituale können auch Gefühle auslösen wie Widerwillen, Aversion, Ärger, Abscheu, Verachtung gar, Ängste, Verwirrung und so weiter, wenn man die jeweiligen Rituale nicht mag. Ja. Und ich habe schon gesagt, es gibt auch Ordensmitglieder, leider muss ich sagen, die gerne weglaufen oder weglaufen möchten, wenn die siebenfältige Puja oder andere längere Rituale auf dem Programm stehen. Also das will ich alles nicht leugnen, nicht wegreden. Aber nach meiner Beobachtung lösen Rituale in der Regel doch viel häufiger starke positive Gefühle aus. Gefühle wie Freude, Dankbarkeit, Begeisterung, inneres Gerührtsein, inneres Berührtsein, Bewegtsein und so weiter. Und manchmal fließen bei Ritualen viele Tränen.
Nicht, weil Leute irgendwie Angst haben, sondern Tränen der Rührung aus starken, positiven Emotionen. Also ich meine, warum weinen wir? Wir weinen immer dann, wenn wir unsere Gefühle von Gefühlen überrannt werden. Also wenn wir diese Gefühle nicht mehr quasi halten können, die sich dann nach außen ausdrücken müssen, dann kommen die Tränen. Also das sind ganz starke, positive Gefühle, die Leute bei manchen Ritualen erleben. Ja, und ich kann mich noch erinnern, an meine eigene Mitra-Zeremonie, ist jetzt 19 Jahre her, in diesem Schreinraum. Damals gab es diese Figur noch nicht und da war so eine Wand, so eine Holzwand, da war der Aufenthaltsraum und der Schreinraum war nur hier und ich saß da irgendwo, wo Judith jetzt ungefähr sitzt und ich habe da so meine, während der Meditation, während des Rituals hielt ich meine Hände so in Meditationshaltung und es tropfte und es tropfte und es tropfte und irgendwann liefen mir die Hände über, ja, also von diesen Tränen des Gerührtseins, des Bewegtseins, von diesem Ritual, also das war jetzt keine siebenfältige Puja, war diese Mitra-Zeremonie, aber auch eben Ritual, ja, weil ich hatte damals das Gefühl, ich war endlich angekommen, nach einer langen Irrfahrt meines Lebens sozusagen, zu Hause angekommen, ja. Aber egal, ob man nun Rituale mag oder nicht, sie lehnt oder ablehnt, ich glaube, gleichgültig lassen uns Rituale in der Regel nicht, ja. Okay, es gibt so manche Menschen, die sagen, sie seien von den Ritualen nur gelangweilt. Ich will das nicht völlig ausschließen, dass das so sein mag, aber meine Vermutung ist, dass hinter dieser Aussage eher steckt, vielleicht auch nicht immer, hinter dieser Langeweile steckt doch eine starke innere Abwehr und Ablehnung. Man will das jetzt nicht, will jetzt nicht Puja machen oder so, ne? Also man will sich dem Ritual nicht aussetzen, man will partout nicht mitmachen, vielleicht ist das zu anstrengend, da muss man sich wieder bemühen, man würde lieber meditieren, da kann man einfach so vor sich hinsitzen in seiner eigenen Suppe. Das wäre meine Vermutung, dass das dahinter steckt. Dass rituale Leute wirklich eine neutrale Einstellung zu Spirituellen haben, will ich nicht leugnen, aber ich vermute, das ist doch sehr, sehr selten. Ich habe schon gesagt, dass emotionale Beteiligung vielleicht der Hauptgrund ist, warum Rituale so wichtig sind und warum Rituale eigentlich in allen Religionen eine so wichtige Rolle spielen. Und man kann so, könnte vielleicht sagen, ich bin ja kein Religionswissenschaftler, aber man könnte vielleicht sagen, je entwickelter eine Religion ist oder komplexer eine Religion ist, umso reicher sind oft auch ihre Rituale. Und ich denke da nicht nur an Buddhismus, sondern ich denke da vielleicht auch an die römisch-katholische Kirche, wo es enorm viele Rituale und Elaborierte gibt, oder die orthodoxen Kirchen Osteuropas, Griechenland, Russland und so weiter. Also die da sind wirklich, die machen unheimlich lange Rituale. Und warum? Ich denke, weil durch Rituale unsere Emotionen ins Spiel kommen und mit Emotionen kommt auch Energie ins Spiel. Man kann das ja auch im Alltagsleben so beobachten. Denken wir mal unsere Arbeit, wenn unsere Gefühle, unsere Emotionen bei einer Arbeit nicht beteiligt sind, naja, wie machen wir dann die Arbeit? Lustlos. Lustlos, pflichtbewusst, energielos. Und aus unserer Arbeit kommt in der Regel nicht so viel raus, ja. Und Sangwakshita, der Gründer dieser buddhistischen Bewegung, hat mal gesagt, das Hauptproblem im spirituellen Leben sei, ich zitiere mal, Hauptproblem des spirituellen Lebens sei eine emotionale Entsprechung für unsere intellektuellen Einsichten zu finden. Ich lese nochmal vor. Eine emotionale Entsprechung für unsere intellektuellen Einsichten zu finden. Also in der Regel sind wir mit unseren intellektuellen Einsichten, unserem Verstand und unseren Überlegungen weiter voraus als unsere Gefühle. Unsere Emotionen hinken irgendwo hinterher. Ja? Aber okay, also was er betont, wir brauchen eine emotionale Entsprechung für unser rationales Verständnis. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, solange wir das nicht gefunden haben, ist kein weiterer Fortschritt möglich. Kein weiterer Fortschritt möglich. Solange unsere Emotionen nicht mitmachen beim spirituellen Leben, wird da nicht viel passieren. Und ich habe schon gesagt, Rituale sind eine Möglichkeit, sicherlich nicht die einzige, durch die wir unseren Verstand, unsere rationalen Einsichten, unser intellektuelles Verständnis mit unseren emotionalen Kraftquellen verbinden können
und in denen wir uns vielleicht als eher als ein integriertes Wesen erleben können. Also eine Situation dann erleben, wo unsere Gefühle, unsere Emotionen, vielleicht sogar unsere Instinkte Hand in Hand gehen mit unserer rationalen Seite, nicht mehr in Widerspruch miteinander sind. Aber damit Rituale diese Wirkung erfüllen können, müssen sie ein paar Kriterien erfüllen, denke ich. Also mir sind so ein paar eingefallen. Erstens glaube ich, damit Rituale das erfüllen können, brauchen sie eine gewisse Feierlichkeit. Ich sage das jetzt mal so in Gänsefüßchen. Feierlichkeit. Damit meine ich jetzt keine todernste, stocksteife Stimmung. Das meine ich nicht mit Feierlichkeit. Im Gegenteil. Bei buddhistischen Ritualen kann man lachen, ja, und fröhlich sein. Soll man vielleicht sogar. Ja, also so eine fröhliche, lachende Stimmung ist durchaus angemessen. Aber der Hintergrund dazu ist eine gewisse Grundstimmung, dass man etwas Besonderes macht. Dass man Besonderes macht, das vielleicht eine größere Bedeutung hat als ja das tägliche rituelle Auspressen der Zahnpastatube oder Falten des Klopapiers oder was auch immer so unsere Alltagsrituale sein mögen. Ja? Bewusstsein, wir machen jetzt was Wichtigeres, was Tiefergehendes. Und auf dieser Grundstimmung, auf dieser Feierlichkeit in Gänsefüßchen, kann sich dann auch eine Fröhlichkeit entfalten, eine fröhliche Ernsthaftigkeit, so sollte man das vielleicht nennen, die sich dann auch in bestimmten eher feierlichen Worten und Handlungen ausdrücken mag. Das ist der erste Punkt, eine gewisse Feierlichkeit. Zweitens, damit Rituale solche starken Wirkungen haben können, glaube ich, brauchen sie eine gewisse Öffentlichkeit, nenne ich das jetzt mal. Wenn wir uns nur zu Hause, ja, so im Geheimen, in unserem Kämmerchen, vielleicht vor einer Buddha-Figur verbeugen oder da eine Kerze anzünden oder ein Räucherstäbchen opfern oder bestimmte Verehrungstexte rezitieren, dann ist das sicherlich gut. Es ist überhaupt nichts gegen zu sagen und wird sicherlich eine positive Wirkung auf unseren Geist haben, aber die Wirkung wird viel größer sein. Wenn wir die gleiche Geschichte machen, sagen wir mal im Kreis von 30, 40 anderen Buddhisten bei einer buddhistischen Veranstaltung, die so quasi öffentlich oder halböffentlich ist. Also, weil wenn wir uns auch in einer gewissen Öffentlichkeit zu unseren rituellen Handlungen überwinden können, solange wir sie noch nicht selbstverständlich machen, ja, wenn wir das in der Öffentlichkeit machen, dann wird das eine größere Energie in uns mobilisieren. Wir brauchen in gewisser Weise auch größere Energie, damit wir es überhaupt tun. Und wir werden die ganze Geschichte auch ernsthafter nehmen. Wir werden uns selber auch ernster nehmen mit dieser Handlung, als wenn wir das nur so im privaten Kämmerlein tun, wo wir irgendwie mal so kurz dem Buddha dazu nicken, der da vielleicht bei uns in der Ecke steht. Also, zweiter Punkt aus meiner Sicht. Öffentlichkeit ist wichtig. Drittens, damit sie wirksam sein können, brauchen sie eine echte emotionale Beteiligung. Sie brauchen unsere innere Bereitschaft, engagiert mitzumachen. Man könnte sagen, die Bereitschaft, unser Herz zu öffnen. Unser Herz zu öffnen für das, was da so passiert oder passieren mag. Weil dann besteht die Chance, dass größere Energien aus unserem Unbewussten ins Spiel kommen und wir uns im Ergebnis vielleicht erhoben fühlen, bereichert fühlen. Wir werden uns hinterher sicherer fühlen, selbstbewusster sein, dass wir mit unserer spirituellen Praxis auf dem richtigen Weg sind. Ja? Um vielleicht mal ein kleines Beispiel zu geben, wie so ein buddhistisches Ritual und Rezitationstext aussehen kann, für diejenigen von uns, die sowas noch nicht kennen, lese ich mal einen kleinen Text vor, und zwar die sogenannte kleine Puja, ja, oder dreifältige Puja. Dauert nicht lange, ist in der Regel so 5 Minuten. Die meisten von euch oder einige von euch kennen das sicherlich schon. Diese dreifältige Puja hat 3 Abschnitte, deswegen heißt sie so, dreifältig. Ja. Der erste Abschnitt ist Begrüßung. Der zweite ist Verehrung der 3 Kleinode oder 3 Juwelen, damit ist Buddha Dhamma Sangha gemeint.
Und der letzte heißt Opfergaben zum Buddha. Ich lese mal vor. Begrüßung. Wir ehren den Buddha, den vollkommen Erleuchteten, den, der den Weg zeigt. Wir ehren den Dharma, die Lehre des Buddha, der aus der Dunkelheit ans Licht führt. Wir ehren den Sangha, die Gemeinschaft der Schüler des Buddha, die uns anregt und führt. Zweiter Abschnitt, Verehrung der drei Kleinode. Wir ehren den Buddha und sind bestrebt, ihm zu folgen. Der Buddha war ein Mensch, so wie wir Menschen sind. Was der Buddha erreicht hat, er überwunden hat, das können auch wir überwinden. Was der Buddha erreicht hat, das können auch wir erreichen. Wir ehren den Dharma und sind bestrebt, ihm zu folgen. Mit Körper, Rede und Geist bis ans Ziel. Die Wahrheit in all ihren Formen, den Weg in all seinen Stufen, wollen wir durchdenken, üben, verwirklichen. Wir ehren den Sangha und sind bestrebt, ihm zu folgen. Der Gemeinschaft derer, die auf dem Wege sind, indem wir uns, jeder für sich entschließen, wächst der Sangha, ein immer weiterer Kreis. Der letzte Abschnitt, Opfergaben zum Buddha. Den Buddha verehrend, geben wir Blumen. Blumen, die heute frisch und süß blühen. Blumen, die morgen verwelken und fallen. Auch unsere Körper werden wie Blumen vergehen. Den Buddha verehrend geben wir Kerzen. Ihm, der das Licht ist, geben wir Licht. An seinem großen Licht entzünden wir ein kleines in uns. Das Licht der Erleuchtung, das in unseren Herzen strahlt. Den Buddha verehrend geben wir Weihrauch. Rauch, dessen Duft den Raum durchzieht. Das vollkommene Leben duftet süßer als Weihrauch. Und in allen Richtungen erfüllt es die Welt. Man kann Rituale sehen als Hilfen, um sich mit dem Erleuchtungsideal zu verbinden, ist eine Möglichkeit. Man kann aber auch, ich finde das auch völlig legitim, Rituale einfach als eine farbigere Praxis sehen. Farbiger als vielleicht Meditation, farbiger als Dharma-Studium oder was auch immer. Ja? Und man kann diese Farbigkeit auch genießen. Finde ich auch völlig legitim, wenn jemand sagt, ja, ich mache das einfach gerne, ich singe gerne Mantren, mir macht das Spaß. Samrakshi, der sagt das auch. Ja? Sagt, ich liebe einfach Kerzen und Farben und Formen und Gesang. Ja? Da kommt was in Schwung. Auch das ist ein legitimer Zugang zu Ritualen, finde ich. Zweite Bemerkung, ich habe da vorhin in gewisser Weise schon darauf hingewiesen, bei manchen Menschen entwickelt sich das Interesse an Ritualen erst über die Jahre. Ist bei mir auch so gewesen. Also wenn ich ehrlich bin, die ersten Jahre, ja klar, ich habe dann mitgemacht bei den Pujas, aber wenn für mich die Wahl gewesen wäre, Puja oder Meditation, hätte ich immer Meditation gewählt, die ersten Jahre, ja. Aber das ist auch okay, dass vielleicht am Anfang
so deines spirituellen Pfades steht vielleicht Meditation im Zentrum deines Interesses. Und bei manchen ist es auch eher Dharma-Studium, die lesen Bücher, ja. Und Ritual, das Interesse an Ritualen kommt vielleicht erst nach Jahren. Ist auch in Ordnung, finde ich. Man sollte sich auch klar sein, habe ich gerade auch schon ein bisschen darauf hingewiesen, die meisten Menschen brauchen einige Anläufe. Jedenfalls, um sich überhaupt an so ein längeres Ritual zu gewöhnen. Wenn man siebenfältige Puja macht auf Retreat und Leute haben das noch nie gehört, nicht alle, aber die meisten sind am ersten Mal so ein bisschen geschockt und sagen, was ist das denn und so. Also nur bei wenigen Westlern zumindest gibt es sowas wie die Liebe auf den ersten Blick. Dass sie sozusagen einmal längeres Ritual und sofort finden sie das toll. Das ist, die Menschen gibt es auch, aber es sind eher weniger. Die meisten müssen sich erstmal dran gewöhnen. So ein bisschen so wie mit Vollkornkuchen, ja. Wenn wir den zum ersten Mal essen, dann denken wir, das ist aber ein bisschen dröge und das hat ja gar keinen richtigen Zucker und Sahne und so. Das fühlt sich im ersten Moment nicht so interessant an. Aber wenn man das vielleicht ein paar Mal gegessen hat und dann wird man so ein bisschen fein in der Wahrnehmung, man erwartet auch gar nicht mehr dann diese Zuckerbombe oder so oder Sahnebombe, Cremebombe, dann kann man auch diesen feinen Geschmack schätzen und man merkt auch, der sättigt dann auch wirklich, dann habe ich ein Stückchen gegessen und dann bin ich auch wirklich gut, muss nicht noch ein nächstes. Also vielleicht könnte man das so, das ist auch ein Beispiel, so einfach für Gewöhnungsprozesse. Ja, so ist es vielleicht für viele Leute mit längeren Ritualen. Weiteren Punkt nochmal, die Sprache. Die Sprache der meisten buddhistischen Rezitationstexte ist oft sehr blumig oder groß. Den Text, den ich hier vorgelesen habe, der ist noch relativ moderat, sagen wir mal so, nicht? Da kann man sich auch, wenn man mit solchen Sachen nicht vertraut ist, kann man sich so relativ leicht dran gewöhnen. Aber siebenfältige Puja oder andere Rituale sind große, bombastische Worte, ja, mit Mandarva-Blüten, blauem Lotus und Jasmin, mit allen bezaubernden, duftenden Blumen und kunstvoll geflochtenen Blütengirlanden verehre ich die Fürsten der Weisen. So fängt die siebenfältige Puja an. Also da merkt man, da wird gleich blumig und üppig und dann sind es extreme, fließend, ja, und so, ne. Also da reiben sich manche Leute auch an dieser blumigen Sprache. Und eine Bemerkung dazu, man darf diese Texte nicht wortwörtlich nehmen, ja. Also, diese Texte sind Poesie. Das ist Dichtung. Das ist eine poetische Anrufung, könnte man sagen, von, ja, realen spirituellen Kräften. Aber man darf die nicht so lesen wie so ein Wissenschaftler, der jetzt so nach Fakten, Genauigkeit so alles abcheckt, ja. Poesie, nimm es als Dichtung. Manche stören sich an dieser Poesie und den üppigen Sprachbildern. Manche bevorzugen eher so karge Schlichtheit oder die Ästhetik des Einfachen, könnte man sagen, also eher so den Zen-Stil. Ich kann das gut verstehen, das kann ich gut verstehen, aber ich glaube, man muss vielleicht begreifen, beides hat seinen Platz im spirituellen Leben oder sollte seinen Platz sein, diese üppige Blumigkeit und Farbenfreude und Poesie und vielleicht Extreme. Genauso hat Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit seinen Platz, ja. Man sollte beide Zugänge wertschätzen. Es ist nicht aus meiner Sicht, wenn man so entweder oder argumentiert. In solchen Debatten kann man manchmal landen, dass irgendjemand sagt, ja, das ist mir viel zu üppig, ich will nur so einfach und so. Ich denke, ja, okay, kann ich verstehen, aber versuch doch mal auch für das andere offen zu sein. Probier doch beides mal aus. Ja, das sind, beides hat Wert. Vielleicht noch die letzte Bemerkung. In Ritualen geben wir etwas. Wir geben in Ritualen. Wir geben unsere Begeisterung, unsere Energie, unser Engagement, vielleicht unsere Dankbarkeit bringen wir zum Ausdruck. Wir bekommen durch die Rituale auch etwas, aber wir bekommen eigentlich durch die Rituale etwas in dem Ausmaß, in dem wir geben. Also wir bekommen in gewisser Weise das raus, was wir reinstecken. Ja? Also die Ausgangseinstellung, wenn man an solchen Ritualen teilnimmt, sollte eigentlich sagen, ja, ich will geben und nicht bekommen.
Wir legen es nicht darauf an, dass wir was zurückbekommen, sondern wir wollen einfach unsere Verehrung, unsere Dankbarkeit zum Buddha, zur Lehre, zur Gemeinschaft, was auch immer, zum Ausdruck bringen. Oder unsere Zufluchtnahme, könnte man auch sagen, wollen wir zum Ausdruck bringen, dann kommt auch was zurück. Aber wenn man da so sitzt, ja, ich sitze jetzt in der Puja, muss jetzt irgendwas passieren, so, ne, und das muss ich tolle Erfahrungen haben, ansonsten ist das doof, dann hat man die falsche Einstellung. Also da ist Offenheit, Engagement, man engagiert sich, man gibt was und dann kommt auch was zurück. Okay, das war alles, was ich jetzt dazu sagen wollte.